Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotelar und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meinem Goldtagebuch präsentieren. Ich war jetzt wieder die letzte Woche fleißig, habe das ein oder andere verkauft und wir wollen uns jetzt einmal im Postkasten anschauen, was haben wir so verkauft, wie viel Gold haben wir eingespielt, wo haben wir investiert, beziehungsweise wir wollen auch meine Tabelle ausfüllen. Und zwar haben wir die ja hier schon. Ich habe die ja schon in Legion geführt und wir haben jetzt hier einmal den Clan Cut reingehauen und wir versuchen jetzt so ein bisschen zu rekapitulieren, wo wir bis jetzt angesetzt haben. Also wir hatten den Zweitaccount großenteils ignoriert, haben in der dritten Woche vom Addon angefangen, ein bisschen was zu investieren. Wir hatten etwa 1,4 Millionen auf Antonidas. Das ist jetzt im Moment, bin ich nur auf einem Server unterwegs. In BFA war ich ja auf 3, 4, 5 Servern tatsächlich unterwegs. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal nur auf einen am Anfang vom Addon. Haben 1,4 Millionen investiert, haben dann nach einer Woche hochgebastelt auf 7,6 Millionen, hauptsächlich mit den blauen 168er Items, also sprich Schmiedekunst und ja, Lederer, diese Items upgegradet mit dem Rang 2, haben wir einiges an Gold gemacht und auch schon ein bisschen mit Legendaries. Ich sehe gerade, ich habe hier auch noch mal ein bisschen was im Inventar, das wollte ich eigentlich reinhauen ins Auktionshaus. Mittlerweile habe ich ja auch einen Weg gefunden, das über TSM wieder zu machen, indem ich die Daten ein bisschen angepasst habe. Das habe ich euch auch letztes Mal schon gezeigt. So, dann switchen wir nochmal auf das Blatt hier rüber. In der fünften Woche habe ich jetzt hier nichts drinstehen, denn wir haben die kompletten 7,6 Millionen Gold genommen und haben alles investiert, was wir hatten, ne? Diese 3, also die knappen 4 Millionen, die ich hier habe, das sind auf anderen Servern. Dementsprechend konnte ich die halt nicht verwenden. Ich habe alles, was ich für Antonidas hatte, auf einen Schal geschickt. Diese 7,6 Millionen haben wir dafür verwendet. Tutti Kompletti. Und haben das in Schmied und Lederer reingesteckt. Und zwar habe ich einmal sowohl bei Schmied als auch bei Lederer hier diese ganzen Sachen hochgeskillt und habe dann in der vor über einer Woche alles auch sofort immer reinvestiert. Also ich habe dann Schmied, Lederer alles auf Rang 4 hochgebastelt, habe mir das auch ausgerechnet. Alles, was ich verkauft habe, habe ich sofort wieder zum Skillen rein investiert und es waren etwa 50 Millionen Gold, die ich da investiert hatte. Ne, da hatte ich euch ja letzte Woche auch die Rechnung gezeigt, sowohl für Schmied und Lederer. Es waren sogar ein bisschen über 50 Millionen Gold, lag aber auch daran, weil die Mattpreise für einiges ein bisschen teurer waren, als sie jetzt liegen. Jetzt müsst ihr mal gucken, zum Beispiel das Leder, was ja so das teuerste mit ist, Hornbike. 1,3, ne? Vor 2 Wochen war das Ding im Schnitt zwischen 2 und 3K und jetzt ist es nur noch bei 1,3K. Also da haben wir natürlich jetzt schon einen ziemlichen Drop und ja, das ist eigentlich ganz gut. Das kann man so ein bisschen günstiger herstellen. Jetzt wird es wahrscheinlich nur noch 40 Millionen kosten, das Zeug hochzuskillen, was noch genug Gold ist. Genau, heißt, wir hatten dann letzte Woche, konnten wir hier leider nichts eintragen, weil ich eigentlich, oder wir könnten hier, ich glaube 200K hier noch, das ist gleich geblieben. Und ich habe dann angefangen zu switchen. Und zwar habe ich dann hier mit dem Zweitaccount, mit dem Monk, angefangen, meine Leggies zu verkaufen. Einfach um so ein bisschen öfter zu reposten. Deswegen seht ihr, hier sind die ganzen Legendary Items mit dem Twink drin. Die Woche habe ich dann auch wieder das komplette Gold genommen und investiert. Und zwar haben wir diesmal in Schneiderei investiert und ich habe die kompletten Schneider-Items alle auf Rang 4 hochgeballert. Das ist jetzt, was wir diese letzte Woche gemacht haben. Und dementsprechend habe ich für Schneiderei ausgegeben zwischen 4 und 5 Millionen Gold. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so hoch. Aber Schneiderei ist halt auch von den Profitmargen nicht so krass. Die Stoffe sind halt relativ günstig. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel reingucken, zum Beispiel die Handgelenke. Seht ihr, Rang 4 kostet 45.000 und alle anderen sind hier unter 10k und die Herstellkosten sind dann halt doch ein paar tausend Gold. Also du machst mit jedem extrem Minus. Heißt, durch diese 4, 5 Millionen, die ich investiert habe zum Skillen, die sehe ich nicht wieder bei den allermeisten von diesen Items. Wenn wir jetzt hier den Rücken reinposten und gut, da ist Rang 2 noch 15.000 wert und hier. Seht ihr, 400 Gold. Das Ding zum Herstellen kostet halt 6.000 und für 400 Gold ist es drin. Also dieses Gold siehst du halt leider alles nicht wieder. Aber die Rang
Vier Sachen, die lohnen sich. So, und jetzt können wir mal gucken. Ich habe mit dem Main, verkaufe ich hier die blauen Sachen, 168, sowohl Schmied als auch Lederer. Da können wir in Postkasten mal reingucken. Da ist nicht viel drin. Da ist nur von heute Abend so ein bisschen was drin, was ich halt heute Abend verkauft habe. Das habe ich noch nicht rausgeholt. Sind jetzt hier 369, also ein Abend, ja, knappe 400.000 Gold. Wie gesagt, das ist natürlich kein Gewinn, sondern Umsatz, ne? Mit dem Main hier habe ich das Gold immer sofort rausgenommen, weil ich ja sowohl die blauen Sachen nachgecraftet habe, als auch die Legendaries. Also habe ich alles Gold von diesen blauen Craft-Sachen eigentlich immer rausgenommen, außer jetzt halt, wie gesagt, den letzten Abend, den haben wir jetzt hier drin. Beim Twink mit den Legendaries, da habe ich einiges drin gelassen und da wird auch gleich das große Gold sein. Ich musste, kann ich gleich spoilern, beim Twink auch einiges raus ist. Ich habe mehrere Millionen Gold aus dem Postkasten rausnehmen müssen, einfach um Mats neu zu kaufen. Ne? Das ist meistens so, ich nehme eine Million oder eineinhalb, 2 Millionen raus und kaufe wieder Mats und stelle wieder Waren her in einem Wert von ein paar Millionen. Da hatte ich leider noch nicht so viel Gold, dass ich jetzt von der kompletten Woche das drin lassen konnte. So, jetzt haben wir mit dem Main zumindest wieder 400k. Und mit dem Twink schauen wir in den Postkasten rein. Seht ihr, auf der ersten Seite sind 7 Millionen Gold drin. Ja? Also wir haben da auf jeden Fall Plus gemacht. Wie gesagt, alles konnte ich nicht drin lassen, aber das meiste. Ich habe hier auch zwischendrin immer die kleinen Beträge rausgenommen. Nur jetzt hier bei den neuesten Verkäufen, da ist dementsprechend ein bisschen was Günstiges drin. So, das werden wir uns jetzt mal angucken. Hier sind im Endeffekt alles Items. Das sind zum Beispiel Ketten-Items, Leder-Items und Platten-Items, aber auch jetzt auch ein paar Stoffsachen mit drin, die ich verkauft habe. Und dort ist quasi meine komplette Investition reingeflossen. Das ist das, was wir in der Woche verkauft haben. Ich schätze, das müsste jetzt über Goldcap sein. Wir haben 228 Mails, 100 Stück werden angezeigt. Und ich würde sagen, wir machen es jetzt mal auf. Wir haben 44k mit dem als Ausgangswert. Jetzt kann ich auch mal gucken, was wir hier gerade angezeigt haben. Knappe 4 Millionen. Jetzt können wir vielleicht im Chart das sehen. Ja, genau, ich habe jetzt hier das eingetragen, was ich letzte Woche Ausgangswert hatte. Ich glaube, 200 Karten wäre hier und hier war das, was wir die anderen Wochen auch schon hatten. So, dann würde ich sagen, machen wir das auf, packen wir die 7 Millionen raus und gucken, was auf der zweiten Seite dann auch noch drauf ist. Vielleicht ziehen wir das jetzt so ein bisschen rüber, dass ihr da seht, wie es Gold reinrattert. Man muss aber natürlich immer bedenken, ich habe jetzt die Woche relativ viel umgesetzt. Liegt auch daran, ich hatte jetzt über die Weihnachtsfeiertage Urlaub, hatte auch ein bisschen Zeit, konnte immer wieder Reposts durchführen und dann verkauft man tatsächlich auf Antonidas was. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich tatsächlich fast nichts verkaufen. Die Konkurrenz hier ist tödlich. Ja? Also ich muss eigentlich im Minuten-, 2-Minuten-Takt meine kompletten Waren rausnehmen, wieder neu einstellen. Also es ist ein gewisser Zeitfaktor, der natürlich da auch mitspielt und dementsprechend habe ich den Legendary-Markt auf dem Twink ausgelagert, einfach, dass ich mit meinem Main normal spielen kann und mit dem Twink nebenbei die Sachen immer reposten kann. So, wir haben jetzt dann gleich die 100 Sachen rausgepackt. Ihr seht, 8 Millionen Gold haben wir schon. Jetzt werden wir dann gleich ans Cap kommen. Dann müssen wir ein bisschen was umschichten, würde ich sagen. Und tada, da sind wir am Gold Cap. Mehr kann ich gerade nicht rausnehmen. Wir haben aber jetzt immer noch 7 Millionen Gold drin im Postkasten. Alles wird noch nicht angezeigt. Wir machen ihn mal kurz zu. Jetzt wird alles angezeigt. Es sind nochmal 7,8 Millionen drin. Heißt, insgesamt waren dann um die 18 Millionen Gold im Postkasten für die letzte Woche. Legendaries verkauft, wie gesagt, das ist nicht alles. Ich habe auch einiges rausnehmen müssen, um natürlich neue Sachen craften zu können. Gut, wahrscheinlich waren jetzt in der Woche im Umlauf nochmal 6, 7, 8 Millionen mehr, schätze ich jetzt mal, aber die habe ich natürlich dann wieder investiert. Ne? Das ist nie Gewinn, das ist halt immer Umsatz. Ne? Das sind ja zwei Paar Schuhe. Gut, ich würde sagen, wir schicken das Gold jetzt mal rüber auf meinem Twink. Jetzt dürfen wir keinen Fehler machen, nicht das Gold. Oder soll ich? Warte mal, ich bin ja in der Gruppe mit meinem Char, wir können das ja auch handeln. Schauen wir mal, ob ich ein. Warte mal, wo ist denn mein anderer Char? Der steht da hinten. Achso, das ist der andere Typ mit dem. Ach ja, der hat Handelblocken drin. Das machen wir mal nicht. Dann muss ich jetzt auf den switchen. Dann handeln wir jetzt mal 9 Millionen rüber, hätte ich gesagt. 9 Millionen 500.000. Ich handle immer lieber, weil mit Sonderzeichen, wenn man sich vertippt, ist bitter. So, 9 Millionen 500.000. Wenn wir jetzt den falschen Char erwischen sollten, das wäre natürlich bitter. Einmal knappes Goldcap weg. So. Seht ihr, jetzt haben wir hier auch knapp das Goldcap.
Dann können wir mit dem Twink auch nochmal rausnehmen. Ihr seht, hier sind halt nochmal alle möglichen Sachen. Ich habe auch ein paar verzauberte Elementium-Bahnen verkauft. Wenn ich dazugekommen bin, habe ich quasi hier, weil ich VZ auch auf Max-Level habe, einfach die Sachen umgewandelt. Als VZ kannst du halt dreierlei Sachen umwandeln. Du kannst halt den schweren Hornbalg mit Seelenstaub in den verzauberten Hornbalg umwandeln. Selbiges mit dem Elethium-Barren und mit der lichtlosen Seide. Ne? Die kann man dann halt immer in verzauberte Materialien umwandeln. Und da kann man teilweise auch relativ viel Gold mitmachen, weil nicht so viele Leute das umwandeln können. Und ja, dann, wenn die Grundmats günstig Maha sind, die umgewandelten teuer, dann kann man da bei jedem Teil ein bisschen Plus machen. So, jetzt haben wir hier auch nochmal 8 Millionen rausgezogen. Heißt insgesamt um die 18 Millionen mit dem Zweit-Account über die Leggy-Sachen. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, den ich vor ein, zwei Wochen beschrieben habe. Ich habe jetzt mit beiden Chars ein gewisses Polster und ich vermute mal, dass ich in der nächsten Woche hinkommen dürfte, dass ich mit den knappen zwei Goldcaps, die ich jetzt habe, quasi das komplette Gold im Briefkasten lassen kann. Dann können wir uns mal angucken, was ich insgesamt in der Woche umsetze und dann haben wir so ein bisschen besseren Referenzwert. Ich vermute zwar, dass die nächste Woche ein bisschen vom Goldwert schlechter wird aus zwei Faktoren. Erster Faktor ist einfach, dass ich jetzt leider keinen Urlaub mehr habe, nächste Woche wieder losgeht in die Arbeit und dementsprechend halt nur abends Zeit habe, Sachen zu reposten. Na, das ist die eine Geschichte. Und wahrscheinlich haben die meisten Leute jetzt schon langsam ihr Legendary Rang 4 und es wird halt ein bisschen weniger Bedarf da sein, schätze ich zumindest. Ich kann mir natürlich da auch irren. Es gibt immer Leute, die halt gechillter das Ganze angehen, vielleicht erst 3, 4 Wochen später, als die große Masse ihre Sachen machen. Und dementsprechend kann sein, dass da trotzdem noch einen gewissen Markt gibt. Okay, dann würde ich sagen, tragen wir jetzt mal die Werte ein. Wir haben jetzt, ich switch das jetzt mal hier rüber, auf dem zweiten Account wird jetzt angezeigt 12.340.000. Das sind halt die 400k von den anderen Servern halt noch dabei. Ne? Ich habe noch, weil ich ja viele Geschäfte auf anderen Servern noch gemacht habe, in BFA habe ich da teilweise noch 2 Millionen Gold rumliegen, da noch ein paar hunderttausend. Viel ist es leider nicht mehr, weil ich ja kurz vor BFA ein bisschen ausgerastet bin, ich glaube 10 Millionen in Transmog investiert habe. Also nicht investiert ist falsche Begriff, gewastet habe, weil ich habe es nicht gekauft, um es teurer weiterzuverkaufen, sondern halt für mich selber. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn euch das interessiert, schaut an meine Videoreihe mit dem Waste of Money rein. Da seht ihr, was ich mir so geholt habe. So, das war WoW Head, das brauchen wir nicht. Wir brauchen meinen ersten Char. Genau den brauchen wir. Und da haben wir ja jetzt auch ein bisschen Gold. Wir sind jetzt hier auf einem Cap 10 Millionen und 101.000. Gut, jetzt sagt mir meine Tabelle, ich habe 18 Millionen quasi plus gemacht in einer Woche. Wäre natürlich eine krasse Angelegenheit. Man muss natürlich berücksichtigen, dass ich in der Woche davor das Ganze in Warenwert hatte und dass man das nicht so hundertprozentig rechnen kann. Ne? Wahrscheinlich müssen wir die 2 Wochen zusammenrechnen und dann haben wir die 18 Millionen plus gemacht. Aber auch in 2 Wochen wäre das eine relativ schicke Geschichte, indem wir eigentlich nur Sachen ins Auktionshaus, also gecraftet haben, ins Auktionshaus setzen und halt immer wieder die Reposts durchführen. Gut, soweit jetzt hier zum Gold. Natürlich habe ich nicht nur die 18 Millionen, sondern ich habe natürlich auch einen Warenwert, den ich einmal im Auktionshaus habe. Okay, seht ihr, in der letzten Stunde wurden schon wieder einige Sachen verkauft. Das sind jetzt die blauen Sachen, die 168er, die gehen ganz gut weg. Aber auch hier habe ich einen Warenwert von nochmal 800.000 im Auktionshaus. Und auch bei meinem Twink hier, der die Leggies verkauft, haben wir natürlich auch einen gewissen Warenwert im Auktionshaus. Und zwar sind es jetzt, ich glaube, im Moment ist nicht so viel, 4,5 Millionen. Normalerweise habe ich immer so einen Warenwert von, ja, zwischen 7 und 10, manchmal sogar 12 Millionen drin. Ich muss jetzt einiges nachcraften, das habe ich jetzt davor noch nicht gemacht vor der Aufnahme. Zusätzlich haben wir natürlich, wie ihr seht, nochmal einige Legendaries hier auch im Inventar,
Beziehungsweise es ist auch noch einiges auf der Bank. Ne? Das sind natürlich auch immer alles Waren wert, die ich drauf habe. Viele Sachen habe ich durch Skillen noch und die verkaufe ich so langsam ab, weil es macht keinen Sinn, 30 Mal dasselbe Item ins Auktionshaus zu stellen, sondern die werden halt langsam von der Bank abverkauft und da habe ich dann in der nächsten Woche keine Ausgaben, sondern habe nur Gewinn durch diese Items. Genau, okay, dann sind wir jetzt eigentlich am Ende von der kleinen Aufnahme. Endstand ist halt, wie gesagt, dass wir jetzt bei 22 Millionen Gold wieder sind und ich schätze mal, auf beiden habe ich nicht ganz, aber auf beiden habe ich etwa jetzt wieder so ein Goldcap. Und von dem kann ich jetzt, denke ich mal, die nächste Woche zehren, Items herstellen und dann werden wir mal sehen, was wir nächste Woche so an Gold aus dem Briefkasten ziehen. Und da sehen wir uns dann gerne wieder, wenn ihr wollt. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ach so, eins wollte ich noch sagen. Ich werde, glaube ich, auch nochmal investieren. Ich werde die anderen Berufe noch auf Max leveln. Ich kann es euch jetzt mal kurz zeigen, bevor ich mich jetzt hier zu früh verabschiede. Das wollte ich noch ansprechen. Machen wir das mal zu, das brauchen wir nicht. Einmal Berufe. Hier unten, ich habe jetzt auf Max quasi Schmiedekunst, VZ, Kräuterkunde, Lederer, Bergbau, Kirschner und Schneiderei. Die drei Sammelberufe, die nutze ich tatsächlich nicht. Die habe ich nur auf Max geskillt und seitdem habe ich nichts mehr damit gemacht. Die anderen versuche ich zumindest so ein bisschen zu benutzen. Und jetzt habe ich noch Alchi, Inschriftler und Juwel offen. Die werde ich jetzt auf Max leveln über das Gold, das wir jetzt auch verdient haben. Erstmal priorisiert wegen dem Achievement, weil ich einfach das Achievement haben will. Und dann werde ich halt auch gucken, ob ich mit einem von den Berufen noch Gold machen kann und da vielleicht auch schon mal wieder ein bisschen was investieren. Ich weiß, dass Juve Ringe herstellen kann. Die wird man dann auch wieder auf Rang 4 hochballern müssen. Ich vermute, das wird auch wieder so eine Million Gold etwa kosten. Vielleicht zwei, ich weiß es jetzt nicht genau. Inschriftenkundler kann die Trinkets herstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Markt noch so geht. Und Alchi wäre natürlich Flask Pots noch vielleicht interessant. Juve, ich denke mal eher weniger. Die Berufe mache ich mir jetzt mal hoch und guck dann einfach, ob irgendwo Gold zu machen ist und das werdet ihr dann aber im nächsten Video wiedersehen. Okay, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, packt sie in die Kommentare. Euch da, bis zum nächsten Mal. Ciao.